Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde auf YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Craft Attack mit eurer absoluten Lieblingskatze. Und damit herzlich willkommen zu einer Folge, wo wir unsere Infrastruktur wieder ein wenig auffrischen müssen. Wir haben gestern beim Versuch, Flocke das alles umwandeln zu lassen, unsere komplette Doppeltruhe XP-Flaschen austauschen lassen bzw. aufbrauchen lassen. Ich glaube, wir haben hier noch ungefähr eine komplette Ladung drin. Genau. Und ich würde die gerne sowohl ein bisschen hochstocken, als auch ein bisschen was auf Vorrat haben. Das bedeutet, heute wird wieder Villager getradet. Es ist also keine so extrem spannende Folge, aber ich werde mich jetzt ein bisschen hinsetzen und werde hier unseren normalen Trade machen. Wir haben auch gestern einen neuen Meilenstein erreicht, bedeutet im Endeffekt, wir haben ein paar mehr Abos dazu bekommen. Deswegen ganz kurz, wir haben das jetzt eine Zeit nicht mehr gemacht, erkläre ich euch, sobald die Villager ganz kurz anfangen zu arbeiten, was sie noch nicht tun. Das tun sie nämlich erst, wenn der schwarze Teil hier in der Uhr versinkt, solange bis der nächste schwarze Teil hier in der Uhr rauskommt. Das sind ungefähr die Working Hours von Villagern. Und wir müssen jetzt warten, bis die Uhr auf der richtigen Uhrzeit steht und dann kann ich euch das gleich zeigen, wie wir unsere Emeralds generieren. Ein paar von euch kennen vielleicht die Methode von Sparky, die habe ich am Anfang auch verwendet, die Book-Methode, also Bücherregale kaufen, abbauen und diese... Okay, die... Die Stonemasons arbeiten schon. Ich glaube, ich kann es euch einfach zeigen. Ja, ich kann es euch einfach zeigen. Gut. Wir gehen uns mal ganz kurz eine neue Ladung Emeralds holen. Und zwar, wir verkaufen Glasspanes 1 zu 1 für Emeralds, dadurch, dass die geheilt sind. Wichtig ist, das geht momentan nur in der Version 1.14. Denn in der 1.15 ist die Mechanik ja insofern verändert, dass wir ein paar Problemchen hätten, die ganze Zeit mit demselben Villager zu handeln, ohne dass er seine Preise erhöht. Also die Villager wurden ja extrem genervt. Hat du dich auch repariert, tut das fein. Ja, ja. So, wir handeln uns hier theoretisch durch. Und das, was wir danach machen, ist, dass wir bei den Variants für ein Emerald jeweils wieder 4 Glas kaufen können. Das bedeutet, wenn wir hier dann komplett durcharbeiten, bekommen wir für unsere Emeralds, die wir so haben, nochmal um einiges mehr Glasspanes raus, wie man hier sehen kann. Und diese Glasspanes können wir im Laufe der Zeit gegen immer mehr Emeralds umwandeln und so weiter und so fort. Und später können wir dann die Emeralds, wenn wir die so vervielfältigt haben, am Ende des Tages für Sachen benutzen, die wir kaufen wollen. Dafür haben wir die Infrastruktur hier auch gegeben. Wie gesagt, die andere Methode ist theoretisch von den Villagern hier. Bücherregale kaufen und diese Bücherregale dann wieder verkaufen bei denselben Villagern, die sie ankaufen. Das müsste, glaube ich, hier der da zum Beispiel kauft eins für ein Emerald an. Ja. Das bedeutet, wir gehen jetzt erstmal ein bisschen handeln und versuchen, unsere Emeralds-Vorräte auf einen gewissen Stand zu bekommen. Und danach werden wir anfangen, mit den Emeralds auch noch ein bisschen was anderes zu shoppen. Bis gleich. So, Menschen, die erste Ladung haben wir schon mal durch. Jetzt ist gerade der zweite Tag angebrochen, weswegen wir jetzt weiter traden können. Wir können das ja immer nur in einer bestimmten Zeit machen. Das Trading funktioniert ja immer nur, solange die Villager auch wirklich wollen. Und in 1.15 wird es ja noch weiter genervt, dass sie eben nicht dauerhaft einen Reset haben, sondern dass sie sich am Tag vielleicht 2-3 Mal resetten. Im Gegensatz zu hier, ich glaube, hier ist der Reset-Zyklus von den einzelnen Villagern pro Tag auf ungefähr 30 Mal oder vielleicht auch 20 Mal. Also doch schon ein bisschen was, Leute. Wir können hier unsere Glasspanes verarbeiten. Ich habe schon mal die komplette Truhe mit Glasspanes voll gemacht. Und das ist ja überhaupt kein Problem. Das handeln wir uns kurz durch. Danach werden wir, wie gesagt, eine Doppeltruhe Minimum mal füllen, wieder mit XP-Bottles. Und die werden wir aber dieses Mal dann auch umlagern. Wir werden die Doppeltruhe hier nicht mehr länger hier lassen, mit den Rohstoffen, die wir haben, sondern wir werden anfangen, nochmal ein paar Schalke-Boxies einzulagern. Da wir gerade auch wieder ein paar frei haben, dürfte das auch kein Problem sein. Und dadurch, dass Leute aufgehört haben, das Spiel zu spielen oder Craft Attack zu spielen, traue ich mich auch ehrlich gesagt momentan ein bisschen mehr in ein Lager zu stecken. Ich hoffe nicht, dass ich das irgendwann bereue, aber naja, ich kann es mir vorstellen bei den Leuten, die in der Teilnehmerliste stehen. Aber ein paar Leuten kann ich es mir trotzdem, bei den Leuten, die jetzt momentan noch spielen, sagen wir es so, kann ich es mir momentan erlauben, da ein bisschen gutgläubig zu sein. Weil das sind eigentlich nur sehr, sehr feine Menschen, soweit ich das mitbekommen habe. Oh ja, fein, fein. Zu der gestrigen Folge, ihr habt mir gestern geschrieben, ich hätte Flocke irgendeine eine Belohnung geben sollen oder sowas. Flocke kann jederzeit alles haben, was sie möchte, wenn sie da was will. Das weiß Flocke auch, aber ich glaube, Flocke spielt momentan nicht aktiv. Bedeutet, jede Belohnung, die sie in Craft Attack bekommen würde, da kann so wenig von anfangen. Weiß nicht. Dann kann mir Flocke ja mal sagen, falls sie die Folge irgendwann schauen sollte, ob sie eine Belohnung möchte und was sie gerne als Belohnung möchte. Das ist, ja,
Aber bis dahin gehe ich hier noch ein bisschen Handelbandel machen. Juhu. So, Menschen. Guckt mal. Das hier ist eine komplette Doppeltruhe voll mit Emeralds. Ihr kennt das schon. Wir haben noch eine komplette davon, beziehungsweise drei komplette davon in der Schalkerbox verstaut. Nice, kann nicht mehr sprechen. Und was wir jetzt machen werden, ist diese Sachen hier zu Bottle of Enchantments umwandeln. Oder Enchanting, Entschuldigung. Und ja, gut, es ist jetzt gerade wieder die Uhrzeit, wo die eigentlich nicht mehr handeln. Bedeutet, das, was wir jetzt gerade in unserer Pfote halten, müsste eigentlich schon alles, was wir traden können, beinhalten. Aber ja, das müsste theoretisch schon alles sein, weil die werden jetzt nicht resetten in der Zeit. Aber wir haben auf jeden Fall mal 60 Stück davon gesammelt. Da ist doch schon mal ein Anfang. Das bedeutet, das, was wir jetzt mitnehmen müssen, ist den kompletten Teil und einen Slot müssen wir theoretisch freilassen. Und wir geben hier oben noch unseren Teil hinzu, also können wir den Teil noch mitnehmen. Das hier müssen wir jetzt machen. Und ja, ich würde auch sagen, ja, so können wir anfangen, wie wir es gerade machen. So müsste das Ganze funktionieren. Liebe Menschies, wir warten ganz kurz nochmal eine Sekunde, bis wir wieder schlafen können und bis sich die Trades resetten. Und dann versuche ich mal, diese komplette Truhe in Bottle of Enchantments umzuwandeln. Das wird länger dauern als das andere, aber wird feiner. Fein, fein. So, Menschen, wir haben unseren Teil fertig gemacht. Feine Katze Fischi und feine Katze eine komplette Truhe voll Bottle of Enchantment. Enchanting? Was auch immer. Ist eigentlich auch egal. Was wir jetzt brauchen, sind ein paar Chests. Und normalerweise würde ich sagen, hey, hier ist doch Holz drin, aber wir haben irgendwann mal fein, wie wir sind, das alles ausgeleert. Oh, wenn wir jetzt sowieso einmal in unser Lager gehen, können wir auch ganz kurz mal ein bisschen was umziehen. Und zwar haben wir Light Grey, Light Grey. Das hier sollte reichen, um das komplette Quarz einmal rüber zu transportieren. Sö mit Öl. Und Sö mit Öl. Wait a minute. Kann sich nur um Sekunden, Stunden und Jahre handeln. So. Das ist schon mal die erste Ladung von Sachen, die wir rübernehmen sollten. Dann haben wir noch diese, ne, die nicht. Diese und diese Truhe hier frei. Da können wir mal zum Beispiel Golden Carrots und so weiter reinpacken. Damit wir die natürlich auch rüberbringen jetzt langsam mal. Oh, wartet, wir haben sogar noch mehr Quarz. Reicht das für eine Schalker? Das Quarz, das wir hier haben? Ich glaube ganz genau nicht. Uns fehlen 3 Stacks. Das ist eine ziemlich traurige Erdbeere. Das sehe ich nicht ein. Das sehe ich nicht ein, Menschen. Das soll eine gerade Zahl sein. Ich sammle kurz Quarz. So, Menschen. Einfach eingetütet. Also alles bis auf die XP-Flaschis momentan. Und das können wir jetzt theoretisch in unseren Kisten mal wieder unterbringen. Jojo, fein, fein. Habe ich neulich schon mal drüber geredet, warum wir kein... Ja, das habe ich gemacht. Das war in der Kommentare-Kommentier-Folge, beziehungsweise in der Ich-beantworte-eure-Kommentare-Folge. Da habe ich gesagt, warum wir kein automatisches Lagersystem hier haben. Wer die nicht gesehen haben sollte, kann die gerne nochmal angucken. Da wurden die ein oder anderen Fragis beantwortet. Hier sind Block of Quarzis drin. Wir haben hier das Problem, dass hier Block of Quarz noch gebraucht werden würde, aber wir momentan keinen Platz mehr haben. Das bedeutet, wir müssen die Truhen einlagern, im Idealfall die Schalker-Boxen. Das ist diese Box und diese Box, also genau diese drei hier. Okay. Wo haben wir unseren Farbstoff? Da ist unser Farbstoff drin. Halt, stopp, das ist der hier. 1, 2, 3. So, dreimal das hier. So, zack, zack, zack. Zack. Und damit können wir die jetzt da reinlegen, weil damit haben wir unsere Block of Quarzis hier jetzt gerade zwischengelagert. Ja, fein. Und das ist sogar eine ganze Menge. Können wir eigentlich mal nach oben tun hier. Das ganze Kramilein. So, und das ganz nach unten tun. Guckt mal, wie viel das ist. Das ist doch super. Gefällt mir. Okay. Hier haben wir noch goldene Karotten. Goldene Karotten, die können wir so einlagern. Ich weiß nicht, was die hier sind. Lasst sie uns mal ganz kurz in eine Ecke legen und despawnen, weil ich bin mir nicht mehr sicher, ob das die Saturation Stews waren oder die Negative Effect Stews. Ich war mir sicher damals, dass ich irgendwann vergessen werde, welche das genau sind, und es ist auch so eingetreten. Finde ich gut. Okay, hier haben wir noch unser Fleischi, haben wir noch Großfleischi, bisschen was davon. Eine Menge Futter im Allgemeinen noch. Aber das, was wir hier natürlich am allerdringendsten brauchen, ist eine komplette Truhe davon.
goldene Karottis. Und wir legen die hier nach unten. Einfach, weil sich das für uns mehr lohnt, die Kiste vorsortiert zu lassen. Lässt euch schon mal, Leute, das Restocken. Ich mag Restocken, wenn ich das so sagen darf. Das ist unsere Karottenzeug momentan. Ich mag Restocken. Hier haben wir noch mal ein bisschen Emeralds übrig. Können wir mal hier oben mit rein tun. Und allgemein können wir hier oben mal noch ein bisschen was davon kombinieren. Lasst uns da mal ganz kurz nochmal ein Stack von bauen. So, dann machen wir hier nämlich 3 davon. Da brauchen wir nicht mal 3. Oh doch, brauchen wir genau 3 eigentlich. Und dann hier daneben noch die Lapis Baluis. Hier unten drunter ist das da. Wodurch wir hier auch nochmal Coal einlagern können. Wir müssen ein bisschen Ordnung schaffen in unseren Truhen, sonst haben wir ein Problem bald. Haben wir hier noch genug für Eisen? Haben wir. Sehr schön. Das bedeutet, wenn wir jetzt noch Eisen einlagern wollten, packen wir das dahin. Dann Emeralds natürlich wieder in Blöcke. Also viele, wie uns das möglich ist. Sehr schön. Auch noch ein paar Emeraldi-Blöckis. Das Gold lassen wir unvercraftet. Damit man es nicht aus Versehen mal einfach rausnehmen kann, für den Fall, dass es passiert. Genau. Das ist doch eigentlich eine ganz feine Truhe, so wie sie jetzt gerade ist. Wir können auch theoretisch, wenn ich mich nicht ganz täusche, einmal so machen. Dann haben wir alles von links nach rechts zusammengenommen. Und hier ist Charcoal. Können wir in Verbindung mit ein paar Sticks mal ganz kurz zu normalen Facklis machen. Genau, da haben wir fertig. Sehr schön. Das bedeutet, auch den Teil haben wir fertig. Und die hier müsste noch Laternen beinhalten. Die natürlich hier eingelagert werden müssen zwischendrin. Die passen dann natürlich jetzt gerade nicht rein. Haben wir da irgendwas, was wir verschieben können von dort? Wir können auf jeden Fall hier die Chests noch einpacken. Lasst mich nicht lügen. Ich weiß nicht mehr, wo ich die Laternis hingetan habe. Wir hatten noch mal nämlich welche geholt neulich. Pack sie mal gerade da rein. Wir müssen irgendwann noch eine neue Kistenordnung dafür machen. Okay. Gut, aber ich glaube, wir haben genug aussortiert. Das hier ist so der normale Teil. Theoretisch müssen wir gerade mal eine machen wieder, wo wir Zeug wegwerfen. Und dann sollte das Ganze auch theoretisch für die Zukunft wieder kein Problem sein. Die lassen wir da. Das. Ein Fein. So, Minecart Nametag und die 2 brauchen wir hier nicht mehr. Das nicht. Droppe mal gerade, damit wir alles aussortieren können. Das auch nicht. Das. Ein Shield lassen wir. Gold Armor braucht man alles nicht. Für die Leute, die jetzt wieder schlau sein wollen und mir mitteilen wollen, hey Katze, du kannst Gold Armor und so weiter einschmelzen. Das ist die Kohle nicht wert, für ein Nugget das Ding einzuschmelzen mit unserer Farm. Das ist die Kohle nicht wert, dafür haben wir das Eisen nicht nötig. Es gibt keinen guten Grund, das zu tun. Wirklich nicht. Nur weil es geht, müssen wir es nicht machen. Also ich mache gern Sachen, weil ich es kann, aber nur weil es funktionieren würde, mache ich es nicht. Weil ich da keine Lust drauf habe. So. Und hier haben wir jetzt theoretisch 2 neue Kisten, die wir in den Mülleimer schmeißen können. Das ist doch fein. Das mache ich mal eben. Dann sehen wir uns gleich wieder. Also, ich bin fertig damit. Sehr schön. Das bedeutet, das nächste, was wir tun können, ist unsere 2 netten Dinger hiervon zu nehmen. Diese 2 Truhen. Und die einmal komplett umzufüllen, zum Bewegen. Das bedeutet, wir schmeißen die in unsere, ja, können wir den schnellen Weg nehmen. So, das da rein und das hier da rein. Und es müsste uns theoretisch einer fehlen. So, genau. Hier bleiben noch die Emeralds drin. Und wir haben auch noch die 2 Truhen jetzt dabei. Sehr schön. Und wir brauchen ganz kurz auch noch von hier unsere Redstone-Kiste. Sehr fein. So, das, was wir jetzt noch zum Ende hinbauen, ist eine kleine Verbesserung zu unserer vorherigen Problematik mit unserer Glock hier. Und zwar, hier haben wir momentan den Dispenser liegen. Und ich meine, der hat momentan kein Signal von oben, oder? Ach, der wird von hier oben gelagert. Wird der? Brauchen wir den Redstone-Teil darauf? Okay, wir brauchen den Redstone-Teil oben drauf nicht.
Der füllt ja theoretisch schon so. Nach hinten können wir nicht. Wir können theoretisch trotzdem zur Seite. Das würde gehen. Bedeutet, wir machen jetzt ganz kurz eine ganz einfache Geschichte. Wir stehen am besten nicht die... Meins. Gemein. Das dahin. Redstone-Kiste. Dahin. Opa. Eins. Das kommt her. Und theoretisch zwei, aber vorher müssen wir noch die Kisten drauf platzieren. Eins. Oh nein. Die kann wieder so nicht platziert werden. Wir müssen die seitlich platzieren, und zwar so, damit wir dann geduckt so machen können. Und dann können wir hier nämlich jetzt gleich unsere Battle of Enchantments reinpacken. So. Und diese Battle of Enchantments sind theoretisch ein Überlauf, den wir haben. Weil wir den brauchen für die Zukunft, weil wir hier regelmäßig reparieren können müssen, denn jetzt fangen bald die Timelapses wieder an. Und ich möchte da nicht andauernd nachrüsten müssen und nachlegen müssen und sowas. Außerdem, wenn Flocke mal reparieren muss, ist es gar nicht schlecht, wenn wir da zwischendrin nicht andauernd nachlegen müssen. So, du müsstest theoretisch beides leer räumen können. Jetzt bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Wir haben das Eisen, wir machen also einfach zwei hier hin und die Sache ist geregelt. So, und das müsste auch funktionieren. Gut, das bedeutet im Endeffekt, ja, wird nachgefüllt. Okay, gut, das ist eigentlich schon geregelt, Menschen. Das bedeutet im Endeffekt, wir haben heute ein bisschen getradet. Wir haben heute Level 365 geschafft, noch durch das Traden. Das ist nicht schlecht, Leute. Da merkt man wieder, wie schnell das gehen kann. Und wir haben unsere kompletten Vorräte mal kurz verschoben. Das ist nicht schlecht. Das finde ich sehr, sehr gut. Und ich würde sagen, Leute, hoffentlich hat euch die Folge trotzdem gefallen, auch wenn sie sehr, sehr, na, nennen wir es mal, unereignishaft ist. Aber es ist ein Überlauf für neue XP-Flaschen. Und das ist, glaube ich, auch einer der Folgen. Hauptaspekte, nenne ich es mal so. Dass wir jetzt eben wieder eine große Anzahl an Battle of Enchantment haben. Battle of Enchanting. Man kann es immer wieder falsch sagen. Pech gehabt, Katze. Leute, ich hoffe sehr, die Folge hat euch gefallen. Wir sehen uns spätestens beim nächsten Mal wieder. Dankeschön fürs Zuschauen. Lasst gerne noch eine Bewertung da und ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Man sieht sich und bis dahin erstmal. Ciao.